So. Okay, und weiter. So, dann machen wir das mal eben schnell. Hier habe ich jetzt natürlich, ach Mann, das ist nervig. Huch. Seht ihr, wie schnell Kies bei mir irgendwie verschwendet wird? So, jetzt habe ich das natürlich hier abgeschlossen. Das bleibt natürlich nicht abgeschlossen, also geht überall natürlich beliebig erweiterbar. So. Wenn man hier so lang kommt, dann hat man hier so ein bisschen. Theoretisch kann man dann hier auch so einen Holzzaun hinmachen, wenn man denn möchte. So. Nicht komplett zu, aber vielleicht mal hier oder hier so an der Ecke und dann mit so einem, keine Ahnung, irgendwie, das wird schon funktionieren. Passt schon irgendwie. Jetzt wollte ich irgendwas machen und ja, wie gesagt, hier gucke ich noch, ob ich jetzt hier auch noch so einen kleinen Weg hinzimmere, bis nach hinten. Verdient hätte es irgendwie der Hintereingang noch. Aber so wirklich schlicht ist das nicht. So, und jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich muss ein paar. So, wie viele Bäume waren das hier? Zwei, ne? Ja gut, zwei reicht auch. Huch. Da habe ich hier doch glatt. Gib mal her, die Schaufel. Beziehungsweise. Ne, hier ist noch eine Schaufel. Gut, dann machen wir hier eben auch noch frei. Ja, ich weiß, es ist momentan ziemlich viel geschaufelt, ziemlich viel abtragen und naja, okay. Aber was soll es denn? Wie ich immer so schön zu sagen pflege, das ist Minecraft. So, jetzt müssen wir uns gleich noch ein paar normale Bäume, also Eichenbäume, holen. Denn ich würde natürlich gerne das Haus. Obwohl, ich habe hier schon. Ich habe. Nee, da habe ich mit Stein und mit Fichtenholz viel gemacht. Die Frage ist, vielleicht mache ich das. Aber Akazie ist so. Hat so ein komisches. Hat so eine komische Farbe, oder? Akazie? Wo ist meine Schaufel? Ich würde nämlich gerne irgendwie, oder Schwarzeiche, das hat aber auch so einen eigenen. Ich weiß nicht. Ich mach das mal. Ich habe ja hier eine Axt. So, dann habe ich das. Dann fäll ich mal den Schwarzeichenbaum nochmal eben schnell. Ja, ich weiß. Langweilig, langweilig, langweilig. Nö, notwendiges Übel, liebe Leute. Notwendiges Übel. Außerdem, so schlimm ist das doch gar nicht. Meine, man kann sich auch anstellen, ne? So, guck mal, wie schnell der Baum hier gefällt ist. Hier einmal kurz. So, dann gehe ich hier trotzdem nochmal hoch. Und ich habe noch so viel. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, mit dem Lager. Ich weiß ungefähr, wie es aussehen soll, aber nur ungefähr. Ja? Ist immer so eine Sache. Aber hier, glaube ich, müsste ich zumachen. Beziehungsweise weiß ich noch nicht. So, jetzt haben wir Schwarzeiche. Wo bist du, liebe Schwarzeiche? So. Wenn ich jetzt. Ich hätte hier gerne natürlich einen etwas. Sagen wir mal, das bleibt hier so. Wie mache ich das? Dass ich das auch in die Richtung wieder habe, ja? So, dass wir das dann hier so haben. So. Ich schaue mir das gerade an. Denn ich möchte eventuell, vielleicht mache ich das auch noch mal.
damit ich mir das ein bisschen besser visualisieren kann. Lasse ich denn hier natürlich ein bisschen weiter. So. Ich mache nicht viel weiter, aber nur ein bisschen. Denn ich habe bis jetzt immer den Fehler gemacht. Ich bin wieder ein bisschen still geworden. Tut mir leid, ich denke viel nach. Und ich weiß, das wird euch jetzt wenig helfen, beziehungsweise euch trotzdem nicht weiter die Langeweile und die fehlende Unterhaltung nehmen. Allerdings möchte ich euch erklären, warum. Ich habe bis jetzt immer den Fehler gemacht und habe die Gebäude gebaut und dann hatte ich meine Probleme, die wir... Was? Achso, hier ist ja wieder unter uns die Höhle. Und dann habe ich das Problem gehabt, dass ich dann um die Gebäude herum dann gucken konnte, wie ich die Wege baue. Und das würde ich jetzt ehrlich gesagt gerne vermeiden, indem ich zuerst mehr oder weniger mir Gedanken mache, wie das alles aussehen soll und dann... Also hier möchte ich natürlich, wie gesagt, den Eingang haben, ja? Der dann hier einen Seiteneingang hat. Und eventuell möchte ich auch, und jetzt kommt's, möchte ich auch, dass wir den ein bisschen natürlich... Ah, schwer. Also ich möchte nicht ganz hier drin haben. So, sagen wir so. Vielleicht hier? Dass wir da den Anfang haben. Ja? So, wo ist mein Bett? So, das Bett packe ich schon mal hier hin. So, direkt auf dem Weg. Damit wir hier uns gar nicht mal was vormachen müssen. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Schlag ich nochmal normale Bäume? Ich würde auch wieder gerne hier mit, also ähnlich wie hier. Wo habe ich's? Ähnlich wie hier? Ach nee, da habe ich sie anders. Wie da? Wie unser Haupthaus? Ach, ich kann schon mal mehr weglaufen. Wie unser Haus am Strand, dass ich hier mit Baumstämmen die Eckpfeiler mache. Oder ob ich das so lasse, ich weiß es noch nicht. Sagen wir so. So, dann haben wir... Das Problem ist natürlich auch, und das müssen wir mal bedenken, dürfen wir nicht vergessen, so viele Fenster darf das Ding ja gar nicht haben. Oder doch? Machen wir das diesmal anders? Lässt du mich bitte mal... Ja, das ist natürlich dumm. Ach, guck an. So, du hast 1, 2, 3, du hast 4. Und du hast 2. Ernsthaft? Ihr wollt mich doch trollen, oder? Aber wisst ihr was? Ihr trollt mich nicht. Ihr könnt mich nicht ärgern. Ganz ehrlich. Ich mache das so lange. Das habe ich auch bei meiner anderen Welt machen müssen. Ist natürlich ein bisschen ätzend nervig gewesen. Aber wie gesagt, auch hier bin ich da ein bisschen penibel. So, jetzt schlafe ich doch mal eine Runde. Und mich ärgert es ein bisschen, ehrlich gesagt, dass ich... So, jetzt mach doch mal hell hier. So. Keine Creeper, ich erkenne das nicht. Also ich finde das schon relativ... Ach, Dolly. Das hier gefällt mir, glaube ich, noch nicht ganz so gut. Das kann man ja aber wieder ändern. Das ist ja nicht so das Ding. So, da müssen wir hier natürlich... So und so, weil Fenster kann man natürlich nicht so machen. So, dann haben wir hier ein Zweierfenster. Beziehungsweise haben wir da... Hab ich mich erschrocken. Ich hoffe, man hat jetzt... Ach, verdammt, jetzt werde ich auch noch in Skype... Ich werde nie in Skype angeschrieben, nie. Das ist doch wieder mein vermaledeiter Schwager. Ah. Oder meine Geliebte... Naja. Wir machen auf jeden Fall ein Steinbogentor. Ein Steinbogentor muss sein. Und dafür haben wir jetzt aber natürlich keine... Ne, wir machen das sowieso hiermit. Gut. Wir machen das so.
So, gib mir das mal her. Das sind alles jetzt nur Konzepte, ja? Ist klar. Und so, machen wir einen Zweier hier. Und dann machen wir hier Steinbogen vor. Das ist dann aber wieder zu kontrastarm, oder? Ich weiß nicht. Dann machen wir hier einen Vierereingang. 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir hier. Jetzt hätte ich hier natürlich. So. Den Bogen. Aber dann müssten wir hier ein bisschen. Verdammt. Das sieht natürlich doof aus jetzt. Und ich finde das auch noch ein bisschen zu weit drin. Oder obwohl, nee, geht eigentlich. Nee, wenn wir jetzt hier ein bisschen mit Büschen und so weiter, dann wäre das noch okay. Stimmt, aber hier, das macht mich auch nicht glücklich. Hier müssen wir eventuell... Auf jeden Fall sehen wir ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4... Nein! Blöd. Guck mal noch zurück. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, dann hätte das ungefähr diese Breite. Na, komm schon. Zack, zack, zack. Und zack, zack. So, ganz, 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 ganz grob. Das sieht aber wirklich aus wie Sodom und Gomorra noch. Da bin ich nicht wirklich zufrieden, ganz ehrlich. Gib mir mal einen normalen Baum. Boah, da muss ich ja wieder ewig und drei Tage laufen, ne? Oder? Oder? Nein. Nein, wir sind ja hier, guck an. Gib mir eine Axt. Bin ich zufrieden. So. Dann kann ich auch gleich eventuell noch ein paar neue Bäume pflanzen. Von denen haben wir nämlich relativ wenig. Ich weiß, wir haben zwar einige einige Setzlinge zu Hause bei uns, aber wie gesagt, die sind halt zu Hause, ne? So. Ich bräuchte aber noch ein paar, glaube ich. Hopp, hopp. Ui, jetzt muss ich schon, geh mal weg, ich sehe nichts. Oha, und hier muss man aufpassen. Okay. Gut, dann holen wir uns da noch ein bisschen was. So. Und wie viel haben wir denn jetzt? 19. Das ist wenig. Gut, nee, da bräuchten wir noch den einen oder anderen. Hier ist auch alles potenzielles Baugebiet, ne? Aber das erst viel, viel, viel später, wenn überhaupt. Ich weiß ja nicht, inwieweit wir jetzt hier diese Fläche hier alles nutzen wollen. Und noch ein Baum. Immer her damit. Kann ja nicht schaden. Hopp, 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 hopp. Ich bin immer noch sehr, sehr, sehr im Überlegen. Aber den habe ich doch gerade eben abgeholzt, hä? Was? Freuen mich jetzt schon hier die Bäume. Ich habe gar keine Birkensetzlinge, ne? Da muss ich jetzt nochmal kurz zurückgehen. Ja, Schweinchen. So, gucken, ob die Birken was haben fallen lassen. Ansonsten habe ich jetzt auch nicht wirklich Lust. Boah, doch, das wird schon, wenn da noch jetzt so ein richtiges Lagerhaus steht, doch. Also ich muss sagen, ist der gerade despawned? Ist der Birkensetzling gerade despawned? Hier war doch ein Birkensetzling, oder? Ich glaube das nicht. Ich glaube das jetzt nicht. Wie frech, komm, da fällen wir uns auch nochmal ein paar Birken. Ja, ich weiß, liebe Leute, es tut mir leid, aber... nee, das geht nicht. Na komm. So. Weil wir brauchen Birken.
Und schlau wie ich bin, geistesgegenwärtig wie ich bin, habe ich natürlich Birkensetzlinge zu Hause gelassen. So, das Birkenholz brauchen wir nicht. Und ich bezweifle, dass wir auch die Birkenbäume oder das Birkenholz an sich brauchen. Beziehungsweise das Rohholz. So. Machen wir alles kurz und klein. Waldrodung par excellence. Und ich merke, wie ich wieder müde werde. Das ist eigentlich nicht normal. Ich habe nämlich relativ viele Ideen, aber allerdings, ich bin müde. Moment mal, ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Ich habe mir Kaffee hier fertig gemacht. Und ich muss gucken hier hinten. Ach so, ja, Setzlinge, genau. Und ich muss gucken, ob das wirklich überhaupt... Das hat irgendwie gestört. Und das stört jetzt auch. Klasse. So. Ich muss erstmal gucken, ob das überhaupt breit genug ist. Obwohl, ich glaube eigentlich schon. Ja. Dass wir dann eventuell... Genau, dass wir dann in der Mitte eine Treppe... Ich glaube, das wird nicht schlecht. Aber wir haben hier Vierer-Durchgang, ne? Das ist blöd. Obwohl, eigentlich nicht, nee. Das wird gut, so wie ich es mir vorstelle. Wenn das dann so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, dann wird das relativ geil. Wenn ich das mal so ganz unverfroren und unzensiert sagen darf. Boah, ich weiß noch, wie ich hier ganz zu Anfang meiner allerersten Folge hier so lang gelatscht bin und erstmal Rasenmäher spielen musste, um das Feld zu bekommen, da ich ja kategorisch das Schlachten der Tiere... Wie heißt das Wort? Nicht verabscheue, sondern... verweigere? Ich weiß aber, wie habe ich es denn in der ersten Folge gesagt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ach, wie schön. Und hier haben wir noch mehr als genug Kies. Das geht auch noch runter, das weiß ich. Naja, okay. Gut, wir haben jetzt genügend Setzlinge da. Und hier haben wir auch noch eine ewig große Fläche. Und natürlich möchten wir nicht alles auf einer Ebene haben. Ich würde sagen, das und dann eventuell hier noch, was wir hier auf eine Ebene kriegen. Und dann der Rest, den können wir halt ein bisschen höher oder auf einer höheren Ebene bebauen. Und es wird schon wieder dunkel. Richtig Spaß macht das aber nicht hier. Gib mal her, ich habe hier Knochenmehl. Na klasse. Gut, ich hatte aber Knochenmehl. So, dann gucken wir mal. Na, wie das hiermit aussieht. Uff, oh je. Ich weiß nicht. Das sieht doch nicht schön aus, oder? Sieht das gut aus? Hm. Oder soll ich das auch mit dem Ziegelstein bauen? Nee, nochmal Ziegelstein. Was so verschwenderisch irgendwie. Dann könnte ich das aber dann mit dem Bogen rechtfertigen. Doch, ich glaube, da habe ich jetzt ja... Es hat sich ja richtig gelohnt, dass ich jetzt die Eiche abgeschlagen habe. Egal. Machen wir mal hier. Und hier... Und ich habe nur zwei geholt? Okay. Ich glaube, wie gesagt, ja, das mache ich tatsächlich mit... Doch, ich glaube, das wird gar nicht mal so uncool. Wenn ich dann hier noch den Torbogen mache und dann hier so noch so einen Kranz drumherum. Doch, das. Ich kann mir vorstellen, das sieht nicht schlecht aus. Ja, jetzt hätte ich... Nee... Ahnt man denn, was es werden soll? Ahnt man es? Ich weiß es nicht. Hm.